Herzlich willkommen zur Online-Konferenz. Ich begrüße heute als Gesprächspartnerin Svante Gebauer. Ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit nimmt für dieses Interview. Ich begrüße auch alle Gäste oder alle Teilnehmer, die die Online-Konferenz gebucht haben und hoffe, dass wir ein paar Inspirationen weitergeben können. Ja, liebe Svante, ich kenne dich als sehr engagierte, sehr offene, sehr inspirierende, originelle Frau. Und ich bitte dich, dich jetzt vorzustellen, etwas über dein Know-how mitzuteilen, deine Vielseitigkeit, was du so alles umtreibst. Magdalena, erstmal herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Und begrüße natürlich auch alle Zuschauer und danke für diese Anmoderation. Originelle Frau bin ich ja auch noch nicht genannt worden. Vielseitig, ja, das bin ich tatsächlich. Da ist dann so die Frage, wenn ich jetzt anfange, mich vorzustellen, ob das ganze Interview nachher in einer einzigen Vorstellung ausartet. Also ich will es mal auf den Punkt bringen, was ich mache. Das heißt nicht, dass ich das bin. Ne? Was ich mache und was ich bin, ist ja immer noch mal ein Unterschied. Also ich bin im Augenblick Online-Unternehmerin und helfe Menschen wie dir dabei, einen Online-Kongress auf die Beine zu stellen, mit einem Online-Kongress ihr Thema in die Welt zu tragen. Das können ja herzgetriebene Weltverbesserer sein, das können aber auch Unternehmer sein, die einfach mehr Sichtbarkeit haben möchten im Internet mit ihrem Thema, die Dienstleistungen anbieten, die Produkte anbieten, die Coachings anbieten oder digitale Produkte. Und die eben mit einem Online-Kongress auf, ja, auf einem kurzen Dienstweg, nenne ich das mal, sichtbar werden wollen im Außen. Das ist das, was ich im Augenblick mache. Dann bin ich Mutter. Mein Sohn ist 2,5, wird im Sommer jetzt 3 und lebe mit meinem Mann im Moment überall auf der Welt. Das heißt, ich arbeite ja online, bin also flexibel und kann arbeiten und leben, wo ich möchte. Habe also das Homeoffice quasi. Ihr seht mich hier gerade in der Küche von Teneriffa. Und ja, ich freue mich ganz doll auf unser Gespräch. Ich denke, das wird vielleicht so als kurze Vorstellung reichen. Vielleicht noch ein bisschen was zu meinem Werdegang. Also ich bin durch den Lehrerberuf gegangen, habe 7 Jahre lang eine Schule geleitet und habe mich eben aus diesem Beruf so ein bisschen herausgelöst, weil ich gemerkt habe, ich muss so ein bisschen mein eigenes, ganz eigenes Revier haben, wo ich wirklich komplett selber bestimmen kann. Ja, und so bin ich dann jetzt Unternehmerin geworden und habe diesen Sprung ins kalte Wasser gewagt und bin sehr zufrieden und sehr glücklich damit. Ja, ein ganz neues Lebenskonzept. Und ich glaube, du hast noch viel mehr im Gepäck. So viel ich weiß, hast du auch eine Ausbildung gemacht nach den hermetischen Prinzipien. Und du bringst dir eine Menge an Erfahrungen mit aus allen Lebensbereichen. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit unserem Thema an. In den letzten Jahren hat sich immer mehr so herauskristallisiert, dass ganz vieles geschieht in Richtung weibliche, die Kraft des Weiblichen. Es sind Online-Konferenzen, nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt. Da hast du, glaube ich, auch einen Überblick. Es gibt diesen Mütterkongress und Frauenkreise weltweit. Heißt das, dass das so ein Stück weit in der Luft liegt? Ist es angesagt? Wie siehst du das? Sehr interessant. Ja, als ich mich angefangen habe, selbstständig zu machen, das war ja, als ich selbst gerade Mutter geworden bin, mein Lebensplan sich eigentlich durch meinen Sohn auch komplett geändert hatte. Ich war gar nicht, ich war in dem Moment ja gar nicht so darauf eingestellt, dass ich wirklich komplett auch meinen Beruf aufgeben würde, einfach um anders mit ihm leben zu können. Und da, als ich meine ersten Schritte online machte, habe ich gedacht, wow, was ist denn hier los? Eine Flut von Frauen, die sich gerade selbstständig machen, die anfangen, Unternehmen zu gründen, die tolle Ideen in die Welt raustragen, die Spiritualität zusammen mit Unternehmertum verbinden, mit dem, was wir vielleicht als männliche Werte so auf der Welt betrachten. Und war schierweg begeistert von dieser Energie und dieser Kraft und dieser Dynamik, die von den Frauen an der Stelle ausgeht, finde das sehr beeindruckend, auch heute noch, dass Frauen da eine starke Umsetzungsfähigkeit haben
und gerade online im Moment sehr sichtbar werden. Und online zu arbeiten ist ja einfach eine Möglichkeit, auch eine ganz, ganz tolle Kommunikation über einen großen Raum. Also ich kann ja zum Beispiel jetzt hier auf Teneriffa sitzen und mit dir sprechen, ja. Das heißt, ich kann viel mehr Menschen erreichen. Und das ist für mich so, im Internet zu arbeiten, ist im Moment Kommunikation pur. Und das ist so das, was auch ein sehr, sehr weiblicher Wert ist, so die Kommunikation. Das ist so etwas, was Frauen für mich nach außen tragen. Und was ich jetzt eben auch beobachte, ich denke schon, da gibt es ganz, ganz starke Indizien für, dass wir da wieder in eine Gesellschaft oder dass wir sozusagen wieder uns in einem Wandel befinden, hin zu einer Gesellschaft, die auch mehr die Weiblichkeit und die weiblichen Werte, will ich es mal nennen, Weiblichkeit an sich, ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber die weiblichen Werte nach außen trägt. Ja, ich glaube, es ist dringend angesagt, wenn wir uns die Welt anschauen, die wirklich in eine Schieflage geraten ist, und diese vielen unnützen Kriege, die auf der Welt stattfinden, haben sicher mit der patriarchalen Prägung zu tun. Ja, schauen wir doch mal hin. Woher kommen Werte? Wie siehst du das? Wie bilden sich Werte heraus? Ja, sehr, sehr spannende Frage und sehr wichtige Frage zum Einstieg, dass man einfach mal guckt, worüber sprechen wir hier eigentlich? A, was sind Werte? Und B, wie kommen sie eigentlich? Wie entstehen sie eigentlich? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass alles, was wir so in uns tragen an Werten, letztlich durch Lernen entsteht. Und zwar durch Imitationslernen, unbewusstes Lernen. Also alles Lernen und alles Verhalten ist unbewusst. Und wir übernehmen teilweise auch Werte aus unseren Ahnenreihen, aus unserer Kultur, aus unserer Gesellschaft. Das merke ich jetzt, wo wir hier so im Ausland sind, auch immer wieder, dass wir ganz andere Werte haben, als hier jetzt in Spanien gelebt wird oder gelebt werden. Und das ist, glaube ich, das, wie das Kind Werte übernimmt. Ein Beispiel, die reinliche Mutter. Das ist jetzt nicht so weit hergeholt, weil ich das ja gerne in meinem Umfeld sauber habe. Und ich glaube, sehr, sehr früh immer schon so Krümelchen weggewischt habe oder meinem Sohn auch mal den Mund abgewischt habe. Und im Moment ist so, das ist so zu sehen an meinem Sohn. Ich kann wirklich sehen, so wie dieser Wert entstanden ist, indem ich einfach ganz früh das selber immer wieder vorgelebt habe, wenn irgendwo etwas schmutzig war, dass ich das dann sofort gereinigt habe. Und bei ihm jetzt eben einfach seine Lieblingsbeschäftigung hier ist zum Beispiel Staubsaugen. Also abgesehen davon, dass er natürlich den Staubsauger interessant findet, diese Gerätschaft zu bedienen und so weiter, ne, mit 2,5 fängt er ja auch immer mehr an, so autonom zu sein und die Welt zu erkunden. Und trotzdem ist es so ganz interessant, wie er das so für sich übernommen hat, dass es eben auch für ihn ein total wichtiger Wert ist, dass der Wert Sauberkeit. Und das ist völlig unbewusst übertragen. Das heißt, ich lebe es vor und er nimmt es einfach auf, mit der Muttermilch quasi schon. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da noch ganz andere Prinzipien wirken, wie zum Beispiel die morphogenetischen Felder. Ja, dass ich im Grunde genommen schon in meiner Aura, in morphogenetischen Feldern, die ich aufgebaut habe in meinem Zuhause, diese Werte eingespeist habe und dass diese Werte dann natürlich letztendlich im Raum mitschwingen als Schwingung und dann einen Einfluss haben auf alle, die sich in diesem Raum befinden. Und vielleicht kennen die Zuschauer das ja auch, vielleicht kennt ihr das, dass ihr irgendwo in einen Raum kommt und denkt, hey, komisch, es fühlt sich hier ganz anders an, wenn die Tür, ne, also als auf der anderen Seite von der Tür. Das heißt, da leben Menschen mit einem bestimmten Wert drin. Das kannst du spüren, das ist eine Schwingung. Schwingung hört sich jetzt erstmal so ein bisschen sehr abgefahren an, aber Schwingung ist eigentlich alles, worauf unser Universum basiert. Das lässt sich ja mittlerweile auch physisch nachweisen. Genau. Ja, also du hast jetzt was ganz Wichtiges angesprochen und auch schön, wie du das bei deinem Sohn beobachtest, dass wir doch in der frühesten Kindheit schon das wirklich aufnehmen. Ich habe da auch so meine Erinnerung an meine sehr strenge Erziehung und sehr gehorsam sein und so weiter, sehr sich anpassen müssen. Was doch ein Stückchen auch ein Drama sein kann für ein Kind. Ne? Ich
denke, dass es ganz wichtig ist, auch für alle Frauen, die das heute hören, dass sie sich bewusst machen, wie viel sie einfach an Werten weitergeben können und vielleicht auch ganz bewusst weibliche Werte weitergeben, nicht nur an die Mädchen, sondern auch an die Jungs. Die haben ja genauso ihre weiblichen Anteile in sich. Ja, die Werte, warum sind Werte denn wichtig in der Gesellschaft? Also ich glaube, Werte sind sehr, sehr wichtig für die Selbstdefinition, für die Standortdefinition, um zu schauen, wo stehe ich und mich selber zu reflektieren in meinem Sein. Also da sehe ich andere und die Welt aus dieser bestimmten Wertebrille. Also die Werte, die ich in mir trage, die färbt auch meine Wahrnehmung und die färbt auch mein Erleben. Und letztlich nach dem Resonanzprinzip, das ist ja eins der Schöpfungsgesetze, du hast es angesprochen, ich habe eine Ausbildung zu den hermetischen Prinzipien gemacht und eines dieser Prinzipien ist das Gesetz der Anziehung oder der Resonanz oder Spiegelgesetz, wie wir es auch nennen. Und dieses Spiegelgesetz besagt einfach, dass wir nur in der Lage sind, das im Außen wahrzunehmen, was wir in uns tragen. Das bedeutet, wenn wir mit bestimmten Werten groß geworden sind, dann werden wir auch diese Werte in der Umwelt wahrnehmen. Also wir werden sie verstärkt wahrnehmen, wir werden auch verstärkt Situationen haben, wo diese Werte uns gezeigt werden oder eben wir kommen ganz stark auch mit der Polarität in Berührung, um unsere Position und um unseren Wert zu reflektieren und um zu gucken, ist das denn ein Wert, den ich wirklich leben möchte oder nicht. Also hier werden wir einfach auf die Probe gestellt vom Außen. Dadurch, dass wir über die Schwingung eben auch mit dem Außen in Verbindung stehen, mit allem, was ist, verbunden sind über die Schwingung. Es gibt da quasi keine Grenze, wie wir es jetzt so wahrnehmen. Das ist jetzt meine körperliche Grenze. Mein Körper endet hier, aber letztlich bin ich durch meine Schwingung und auch meine Gedanken, das sind da nochmal ganz hohe, ganz feine Schwingungen, nochmal anders als meine Taten, die ein bisschen niedriger sind, langsamer sind von der Schwingung, aber durch die Gedanken kann ich mich sehr, sehr schnell mit etwas verbinden, kann sehr schnell auch Dinge in mein Leben ziehen über dieses Resonanzgesetz. Also Resonanzgesetz, kurz erklärt nochmal für diejenigen, die es vielleicht noch nie gehört haben, du spielst einen Ton auf der Gitarre an, eine Saite an und die Saite, die in der gleichen Tonlage ist, schwingt automatisch mit. Das Gleiche funktioniert mit Trommeln. Also das heißt, wir sind einfach verbunden über die Schwingung. Also das wäre jetzt so das typischste Beispiel und jeder kennt diesen Ausspruch, wie man in den Wald hineinruft. So schallt es auch heraus. Und wenn ich Werte in mir trage, wie Liebe, Mitgefühl, Kooperation, dann werde ich auch nach außen hin diese Ausstrahlung haben. Ich werde Menschen in mein Leben ziehen, die sich von dieser Ausstrahlung angezogen fühlen, die auch mehr davon möchten oder ähnliche Werte in sich tragen. Und so komme ich dann mit meinen Situationen im Außen in Kontakt und ich kann mich erkennen. Und so ist auch, das ist auch die gute Möglichkeit, so herauszufinden, was für Werte lebe ich eigentlich, wenn ich mir einfach mal mein Umfeld, meine Erlebnisse, meine Situationen anschaue. Ja, da ist sehr umfassend, hast du das jetzt geschildert. Und trotzdem können wir ja auch mit unseren Werten sozusagen in Konflikt kommen mit anderen Werten. Also da gibt es doch auch Reibungsflächen und wir entdecken ja nicht immer nur das, was schön und gut ist und unsere eigenen wertvollen Vorstellungen. Wie siehst du das? Genau, das ist eben genau dieses wertvolle Wachstumsmoment. Ne? Also wenn wir an Situationen geraten oder in Situationen geraten oder an Punkte geraten in unserem Leben, wo wir nicht mehr so leicht so weitermachen können wie bisher. Also wo das Leben uns sagt, so, jetzt wandel dich mal, jetzt veränder dich mal, jetzt entwickel dich mal. Das sind ja die Punkte, die wir eigentlich immer am liebsten nicht sehen wollen, wo wir dann so weglaufen möchten und sagen, oh, Hilfe, das kann eine Krise sein in Form einer Krankheit, das kann eine Partnerschaftskrise sein, das können Auseinandersetzungen mit dem eigenen Kind sein, auch das sind ja Situationen, die wir alle erleben, dass die Kinder jetzt, bei uns ist ja unser Sohn, kommt jetzt auch in diese Phase der Autonomie und jetzt zu gucken, wie geht er jetzt mit dem Wert Autorität um? Ja? Also wie geht er mit unserer Autorität um und wie
stehen, was haben wir überhaupt für eine Autorität? Was haben wir für eine Autorität in die Wiege gelegt bekommen von unseren Eltern? Wie ist es in unserer Familie gelegt worden? Und fühlen wir uns als Autorität, was nicht heißt autoritär sein, ja? Oder Autorität und autoritär sein sind große, sind Welten, ein Unterschied. Aber wie geht er so mit diesen Grenzen um und dem, was wir ihm jetzt setzen als Kind? Das ist ein toller Wachstumsprozess, den er jetzt hat, durch diese Reibung, die da entsteht. Ich als Mutter würde natürlich am liebsten manchmal sagen, ich will das alles nicht. Es ist mir alles so anstrengend. Kann es nicht harmonisch sein, ja, weil ich diesen Wert der Harmonie in mir trage und weil ich eben mit sehr viel Harmonie groß geworden bin, aber eben auch ein Stück Autorität in meiner Erziehung vermisse. Jetzt lass das nicht meine Eltern hören, die natürlich sagen, das hat super, dass die wären super Autoritätspersonen gewesen. Das will ich auch jetzt nicht komplett in Frage stellen. Und trotzdem gibt es irgendwann diesen Moment, wo wir eben sagen, okay, wir machen es als Kinder doch anders. Und wir werden das mit unserem Sohn sicherlich ein Stück anders machen, als wir das selbst erlebt haben, und trotzdem reißen eben diese unbewusst gelernten Muster immer wieder ein, dass man sich verhält, wie man es eigentlich von den eigenen Eltern kennt und dann denkt, huch, oh Gott, das wollte ich ja eigentlich gar nicht, wenn man sich dann dessen bewusst ist. Also diese Punkte, die wir erreichen, diese Krisen, diese Auseinandersetzungen, diese Reibungen, die wir im Zwischenmenschlichen miteinander haben oder die wir durch Krankheiten bekommen oder irgendwelche anderen, ich will es mal Krisen nennen, sind ja bewusst Seinspunkte, wo wir die Chance haben, uns klar zu werden und zu reflektieren, wo stehe ich jetzt gerade und wo will ich eigentlich hin und was war das, was ich ursprünglich mal vorhatte zu leben. Und das ist diese Chance, die wir haben. In der Krise steckt die Chance. Die Chinesen kennen dafür sowieso nur ein Schriftzeichen. Das ist ein und dasselbe, nämlich Krise ist gleich Chance. Und es sind die Turbomotoren und Entwicklungsmotoren in unserem Leben sind die Krisen, also die besten Situationen überhaupt, die Chancen, die wir wirklich haben im Leben, uns weiterzuentwickeln. Ich weiß jetzt nicht, ich bin ein bisschen abgekommen, glaube ich, von deiner Frage. Nein, ich denke, das passt ganz gut zum Thema. Gut. Und ich sehe das auch so. Und diese Krisen, die oft auch sehr schmerzhaft sind, wo wir uns auch diesen Schmerzen stellen müssen, wo wir auch Dinge bejahen, die vielleicht vorher von uns abgelehnt wurden, dass sie integriert werden, dass wir uns sozusagen zu einem ganzheitlichen Menschen entwickeln. Also insofern ist das schon ein wichtiger Punkt, denke ich. Wie sieht es denn aus? Wie kommt es, dass in unserer Gesellschaft die männlichen Werte überwiegen? Es ist eine interessante Frage, weil auf die würde ich jetzt erstmal antworten. Wir sollten unterscheiden zwischen Werten und Aspekten. In der Hermetik, so wie ich sie gelernt habe, und ich will nicht sagen, dass es in den ursprünglichen Lehren der Hermetik so vermittelt wurde, aber doch durchaus in dieser Interpretation, die ich gelernt habe, wird unterschieden zwischen Aspekten, männlichen und weiblichen Aspekten. Und da ist es nämlich genau umgekehrt und so verdrehte Welt, so ein bisschen, ist ganz komisch. Aber ich will es kurz erklären. Die männlichen Werte sind hier das Richtungsgebende, der Gedanke, die Idee, das Aktive. Und die weiblichen Werte sind so das Nehmende, also nicht das Gebende, das wäre das Männliche, sondern das Nehmende, das Aufnehmende, das Austragende, die Tat. Auch das Tun, aber eben nicht dieser Initialprozess, der in den männlichen Aspekten drin steckt. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen die weiblichen Werte weiterleben, dann ist es im Grunde genommen mit den Aspekten genau umgekehrt, dass viele, viele Menschen eher das weibliche Leben, also diesen weiblichen Aspekt leben in der Gesellschaft. Das heißt, sie nehmen viel auf. Sie hinterfragen nicht, sie haben kaum eigene Ideen, die sie reingeben. Also der Großteil der Menschen, ich merke da gerade so eine Veränderung, es gibt schon so ein Shift im Moment, aber der Großteil der Menschen ist doch noch ausführend. Ein kleiner Teil der Menschen sagt, da, so ist das, so ist die Welt, so funktioniert das und so funktioniert das Leben und das musst du jetzt glauben oder nicht. Und die meisten Menschen nehmen dann eher passiv auf, hinterfragen das nicht und tragen das aus und gebären das quasi. Also das ist ja das weibliche, gebärende Prinzip.
Und da würde ich eher sagen, hey, wir brauchen in der Gesellschaft mehr Menschen, die diesen männlichen Aspekt leben. Und das können sowohl Männer als auch Frauen sein. Also mehr Menschen, die hinterfragen, die ihre eigenen Ideen auch in die Welt tragen. Mehr Menschen wie du und ich, die zum Beispiel Online-Kongresse machen, die wirklich, die wirklich etwas anderes in die Welt bringen, als das, was wir im Moment im Funk und Fernsehen so geliefert bekommen, was uns vorgesetzt wird und was wir ja nicht unkritisch aufnehmen sollten. Das ist jetzt nochmal der Punkt zwischen der und die Unterscheidung zwischen Werten und Aspekten. Und wenn wir dann wieder über weibliche Werte sprechen, dann müssen wir erstmal gucken, was sind denn weibliche und männliche Werte? Mhm. Ja, das wäre dann jetzt gleich die nächste Frage, die sich anschließen würde. Und da würde ich jetzt für meinen Begriff sagen, männliche Werte, also ganz abhängig, unabhängig von diesem Thema mit den Aspekten, männliche Werte sind für mich Ehrgeiz, Lernen, Anerkennung, lass mich mal kurz überlegen, es ist auch ganz viel Wettkampf. Ja, Wettkampf ist für mich auch so ein Wert, der sehr in diese männliche Richtung geht. Während das Weibliche eher das Spirituelle ist, das Geborgenheit, Gemeinschaft, Zusammenhalt, Kooperation, das sind für mich eher so das Nährende, das Weibliche, das sind eher so die weiblichen Werte. Auch das und Fühlen? Können, ja, genau, das Fühlen eher als das Denken. Also die Unterscheidung im Grunde genommen auch am Körper. Hier sitzt das Männliche und hier sitzt mehr das Weibliche. Also das, diese Polaritäten, ja, genau, so könnte man das tatsächlich auch beschreiben. Und in der Vergangenheit wurden oft die Gefühle einfach verdrängt oder man hat gesagt, ihr mit eurem Geschwafel, mit dem Gefühlsgeschwafel oder so. Dabei sind die Gefühle von der Bildfläche verschwunden. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch die Gefühle mit in Entscheidungen hineinnehmen, dass nicht nur vom Kopf her entschieden wird. Das ist natürlich ein Konflikt zwischen Denken und Fühlen, den sicher auch sehr viele Menschen in sich haben. Ne? Diese, ich kenne das von mir auch persönlich, wenn ich dann sehr aktiv bin, übergehe ich manchmal meine Gefühle. Und einfach so achtsam zu sein, dass auch die Gefühle einen Platz haben. Ja, also da sprichst du was total Wichtiges an. Ich finde diesen Punkt Intuition dann auch ganz wichtig. Den habe ich vorhin so jetzt gerade gar nicht genannt. Aber Intuition wird ja auch eher also als Eigenschaft, als weibliche Eigenschaft, und da wären wir nochmal bei einem anderen Begriff, Werte, Eigenschaften, Aspekte, also als weibliche Eigenschaft bezeichnet oder gesehen, dass die Frauen auch tatsächlich eben halt eine starke Intuition haben oder da eher verknüpft sind mit ihrer Intuition. Und das finde ich eben einfach nochmal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, diesen Kampf, den du gerade beschrieben hast, den wir alle in uns tragen. Ich denke, da kann jeder Zuschauer jetzt zustimmen und sagen, ja, kenne ich. Mein Kopf sagt so, aber mein Gefühl sagt so. Was soll ich denn jetzt machen? Also wirklich da ganzheitlich drauf zu schauen und den Weg zur eigenen Intuition wieder zurückzufinden, das ist wirklich ein ganz, ganz spannender Prozess, abzuschalten, was da an Kopfkino läuft, was da an Bewertungen und Gedanken läuft, die durchaus auch nur gelernte Prägungen, Muster, Glaubenssätze sind, die wir so aus der Kindheit auch übernommen haben. Und da bin ich der Meinung, der einzige Weg, der dahin führt, ist wirklich auch dieses sich nach innen wenden, was auch mehr das Weibliche ist, ja, das in sich nicht nach außen gerichtet, nicht das nach außen Gebende, sondern das Aufnehmende. Und jetzt zu gucken, wenn ich mich nach innen wende, was kommt denn da, was will denn da gelebt werden, was ist denn da meins? Ich habe dazu vor einer Weile auch mal einen kleinen Kurs entwickelt. Den könnten wir ja vielleicht tatsächlich ja unter dem Video verlinken. Mhm. Das heißt, ich habe ja noch eine Ausbildung als Kinesiologin gemacht, weil mir das immer irgendwie so nebenbei nicht gereicht hat mit meinem einen Beruf. Ich muss immer noch ein bisschen mich weiterentwickeln und mehr lernen. Und in dieser Ausbildung habe ich eben auch ganz stark gelernt, wie finde ich denn eigentlich den Weg zu meiner Intuition zurück. Und so heißt auch dieser kleine Kurs, ist kostenlos, könnten wir auf jeden Fall hier unter dem Video noch verlinken. Wer dann Lust hat, der kann quasi über den Körper auch den Zugang zur eigenen Intuition wiederfinden. Das ist wunderbar, welch großes Geschenk für uns. Ach, gerne. Ja, vielen Dank.
Ja, ich denke, viele Menschen haben auch Angst, sich den Gefühlen zu stellen und fliehen deswegen sozusagen in den Verstand, um die Kontrolle nicht zu verlieren. Was könnte Menschen Mut machen, sich wirklich auf diese Gefühle einzulassen? Hast du dazu einen Tipp? Du bist ja schon selber erfahren in diesen Dingen. Ah ja, da geht es natürlich um die eigene Verletzlichkeit. Ne? Verletzlichkeit ist so etwas, was wir nicht gut vorgelebt bekommen haben in unserer Gesellschaft. Das ist von unseren Lehrern und von unseren Eltern oft nicht vorgelebt worden. Man muss ja stark sein nach außen hin. Zumindest ist so meine Prägung. Ich will das jetzt nicht sagen, dass das für alle in der Gesellschaft so gilt. Es mag durchaus Menschen geben, die ein anderes Elternhaus hatten und anders groß geworden sind, eben auch mit dieser Verletzlichkeit und diese auch integriert haben. Es ist letztendlich, es ist eben genau der Punkt, diese Verletzlichkeit zuzulassen, das fällt uns unglaublich schwer. Und ich glaube, auch was gibt es denn da für einen guten Tipp, da hinzukommen? Letztlich müssen wir uns ja dieser Angst stellen, dass wir verletzt sind. Und die Angst ist es eigentlich, die uns davon abhält, vielleicht den weiteren Schritt zu wagen, einen mutigen Schritt zu gehen. Also so ein Schritt, wie ich jetzt gegangen bin, das ist für eine Beamtin schon ein Riesenschritt, zu sagen, hey, ich lasse das jetzt hinter mir. Ja, ich gebe meine Sicherheiten auf, die von Anfang an in meiner Prägung mit drin waren, von meinem heftigen Geburtserlebnis, wo diese Angst schon mit und dieses Bedürfnis nach Sicherheit schon mitgeprägt wurde, ist sozusagen als Lebensaufgabe für mich, mich daraus zu lösen, dieses Sicherheitsdenken nicht mehr zu haben und zu wissen, ich bin finanziell abgesichert. Aber diese Angst zu überwinden, das ging bei mir nur schrittweise und vielleicht ist das auch der Weg, wie ich sagen kann, ja, das macht Mut, wenn du wirklich Schritte gehst, kleine Schritte und nicht denkst, du musst alles auf einmal schaffen. Also ich habe nicht von Anfang an diesen Weg komplett in die Selbstständigkeit gewählt, sondern habe mir das ja Schritt für Schritt nebenher aufgebaut, habe auch die Zähne dafür zusammengebissen, dass das funktioniert und jetzt letztendlich dann ja ganz am Ende war der Sprung ja gar nicht mehr so groß. Also wenn ich oben an einem Wasserfall stehe und sehe, das geht jetzt hier 5 Meter runter und da soll ich jetzt runterspringen, dann wird es für mich auch schwierig. Aber wenn ich einen Weg finde, mich stückweise da so seitlich an den Steinen schon mal so ein Stück runter zu hangeln und vielleicht nur noch die halbe Strecke zu haben, dann wird das irgendwann überschaubar. Dann habe ich nicht mehr diese Sorge zu springen und nicht zu wissen, wohin, also was da passiert. Aber letztlich werden wir nie darum rumkommen, dass wir Situationen haben, die ungewiss sind, die wir nicht abschätzen können. Also ich kann mir nicht vorher angucken, ist das Wasser da tief genug? Ich kann das einfach nicht alles wissen. Ich muss dieses Risiko auch ein Stück eingehen. Aber man kann es verringern, indem man sagt, ich nähere mich dem so ein bisschen an, bis diese Angst für mich aushaltbar ist und bereit zu sein, sie zu spüren, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, du hast sehr schön beschrieben, wie so deine Entwicklung abgelaufen ist. Und ist es auch so, dass genau diese Verletzungen, diese Angst im Grunde auch ein Potenzial beinhalten? Ein großes Potenzial? Jetzt ist bei dir gerade ein Hund unterwegs. Ja, ich denke, das lassen wir auch mal drin, das ist hier so live. Genau. Hier fahren ja immer so Wagen durch die Straße, die dann irgendwie was verkaufen und dann irgendwie fangfrischen Fisch hier verkaufen. Und da habe ich gerade wieder so eine Ansage gehabt, aber ich sitze heute schon in dem Raum, wo die Geräusche nicht ganz so laut sind. Oder hat der Hund einfach bestätigt, was ich gerade gesagt habe? Ja, ein Hund hat auch gebellt an der einen Stelle. Genau. Ja, genau. Vielleicht war das einfach die Bekräftigung. Manchmal ist das ja so eine Synchronizität, die wir erleben, wenn wir sie einfach nur wahrnehmen. Genau, richtig. Aber ich habe jetzt komplett den Faden verloren. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was du mich fragen wolltest. Das musst du nochmal wiederholen. Ja, ich hatte dich gefragt, so diese Entwicklung, die du durchgemacht hast,
diese Angst zu überwinden, diese Schmerzen zu überwinden, darin liegt auch eine Menge an Potenzial. Mhm. Ist das so? Und wenn ich dich betrachte, muss ich sagen, wow, was du daraus gemacht hast. Mhm. Ja, also wenn ich spüre, dass, also ich glaube, dass es so ist, wenn du spürst, dass dein Weg in eine bestimmte Richtung geht und dein Herz dich ruft, zu einer bestimmten Art zu leben, etwas anders zu machen, aus den Konventionen auszubrechen, das war jetzt bei mir nun schon sehr extrem, also zu sagen, wir geben das Zuhause auf den festen Wohnsitz und wir leben auf Reisen, ist ja nicht so das übliche Familienmodell. Ja? Und es machen immer mehr Menschen, es haben auch immer mehr Menschen tatsächlich dieses Bedürfnis im Augenblick, dass, das heißt, der Wert nach Freiheit kommt immer mehr in unserer Gesellschaft zum Tragen, wird auch in den unterschiedlichsten Berufsrichtungen in den nächsten Jahren stark zum Tragen kommen, dass die Leute remote arbeiten möchten. Also wenn ich irgendwo in einer Firma arbeite, dass ich dann sagen kann, ich möchte das von zu Hause machen oder ich möchte vom Laptop aus arbeiten. Ich möchte nach den Ergebnissen beurteilt werden, nicht nach der Arbeitszeit, die ich im Büro verbringe, sondern nach dem, was ich für das Unternehmen leiste. Und ich möchte einfach ortsunabhängig sein können. Dieser Ruf, der ist schon sehr, sehr stark da in unserer Gesellschaft. Und das ist interessant, je mehr ich natürlich auch mit Menschen als Online-Unternehmerin angehende in Kontakt gekommen bin, die sich da schon länger in diesem Bereich bewegen, desto mehr bin ich natürlich auch mit diesem Lebensstil in Kontakt gekommen und bin in so ein morphisches Feld quasi auch hereingesogen worden und habe irgendwie so gemerkt, boah, das spricht mich irgendwie unheimlich an. Ich habe das Gefühl, das möchte ich auch ausprobieren. Also es ist jetzt für uns ja nichts Endgültiges, wobei wir schon gesagt haben, wir möchten schon einmal dieses Gefühl haben, wir machen einen kompletten Cut und starten wirklich neu. Das mag auch an der Midlife-Crisis sein, keine Ahnung. Andere Leute würden wahrscheinlich sagen, ja, sie ist 41, sie muss das jetzt wohl irgendwie mal ausprobieren, keine Ahnung. Aber für mich war es an einem Punkt in meinem Leben so, ich weiß es noch, wie ich da eines Nachts im Bett saß, mich mit meinem Mann unterhalten habe und gesagt habe und geweint habe und gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich kann mich spirituell nicht weiterentwickeln, wenn ich diesen Weg nicht gehe. Ich habe das Gefühl, dass diese Materie, die wir um uns herum aufgebaut haben, dass die mich so bindet. Und ich bin so dankbar, dass er auch diesen Weg so mitgeht mit mir, obwohl er dieses Bedürfnis von sich aus nicht so stark in sich gespürt hat. Aber jetzt eben auch sehr zufrieden ist mit dem, wie wir jetzt so leben. Und wir fangen ja gerade erst an, also wir probieren das jetzt erstmal aus und sagen, ein Jahr machen wir das und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ja, das berührt mich, wie du das so beschreibst. Und ich muss sagen, auch wirklich, da gehört ja sehr viel Mut auch dazu, ne? Und Respekt vor diesem Mut, diesen Sprung zu wagen. Was ich mich da auch frage, ist, kann es auch ein Stück weit sein, dass wir auch diese Anlagen auch mitbringen, dass wir diese Erfahrung sozusagen in dieser Welt machen möchten, diese Freiheit zu leben. Und Freiheit ist ein überaus hohes Gut. Und viele, viele, viele Menschen erleben diese Freiheit nicht. Und ich denke auch insbesondere Frauen überall auf der Welt, die diese Chance, die Freiheit zu leben, überhaupt noch nicht wahrnehmen. Warum auch immer. Also finde ich ganz wichtig, was du sagst. Also der eine Punkt war ja das Thema Potenzial. Also das Potenzial, das eigene Leben, war das, was mich gezogen hat, ein Stück, dass ich gemerkt habe, ich habe eigentlich Potenzial, noch ganz anderes in mir, was jetzt auch sehr, sehr leicht rüberkommt, wie du sagst, ne, wo du wunderst, was ich jetzt alles so auf die Beine stelle. Das ist dieses, was ich in mir gespürt habe und das wollte nach außen. Das ist wie eine Knospe, die nicht mehr länger Knospe sein kann. Also irgendwann ist dieser Entwicklungsschritt vorbei und dann kommt der nächste Entwicklungsschritt und du weißt, es geht nur weiter in Richtung Blüte. Und ich glaube schon, das, was du auch gerade gesagt hast, macht bei mir jetzt auch gerade nochmal so Klick im Kopf, ich glaube schon, dass das verbunden ist miteinander. Die Werte, die wir in uns tragen und das Potenzial, was wir haben und den Weg, der auch ein Stück uns bestimmt ist. Also ich habe mir vor kurzem von dem Wolfgang Döberreiner den astrologischen Laufzettel bestellt. Und ich war fasziniert nach dem ersten Absatz, was da drin stand über mich. Also ich meine, astrologisch so bin ich ja schon etwas vorgeprägt auch. Und meine beste Freundin ist Astrologin. Und ich habe da sehr, sehr viel immer so von ihr auch gehört, wo ich denke, ja, da finde ich mich total wieder.
Und diesen Laufzettel zu lesen und im ersten Absatz zu sehen, in diese Familie bin ich hineingeboren und das ist das, was mich prägt. Und jetzt kommt gerade die Zeit, wo diese Aspekte wieder da sind und wo es darum geht, aus diesen Prägungen herauszugehen und zu sagen, ich baue ein neues Revier auf, ich verlasse das alte Revier, ich verlasse die alten Zuständigkeiten, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Das ist nicht immer so leicht für die Familienangehörigen, dann auf der anderen Seite natürlich auch ein Stück an einem ziehen, weil wir alle bestrebt sind, wir möchten es gerne immer so halten, wie es ist, wenn es gerade schön ist und harmonisch ist. Ja? Und wenn dann etwas nach außen strebt und wegstrebt, dann ist das natürlich immer... ja, es ist auch immer wieder mit einer Angst verbunden. Aber ja, ich denke, dass es da einen sehr, sehr engen Kontakt gibt oder sehr enge Verbindung zwischen unserem Potenzial und den Werten, die wir in uns spüren. Freiheit war schon immer der zweitwichtigste Wert in meinem Leben. Liebe der erste, Freiheit der zweite. Und deswegen auch, denke ich, dieser Schritt, dieser Punkt im Leben, wo ich jetzt gerade stehe, wo es wirklich ganz stark darum geht, frei zu sein in meinen eigenen Entscheidungen als Unternehmerin zu sagen, dazu habe ich Lust, mit den Leuten will ich arbeiten, mit den Leuten will ich nicht arbeiten und so mache ich es und nicht anders. Und ich habe keinen Arbeitgeber mehr, der mir sagt, wie ich eine Schule zu leiten habe, sondern ich habe meine eigene Schule. Ja, da wird ja auch deutlich, dass Werte sich wandeln. Und ich weiß ja von dir noch etwas. Du warst ja, ich glaube, mehrmals Rollschuhmeisterin, Europa- und Weltmeisterin. Da galten doch für dich andere Werte. Wie war das? Ja. War da Disziplin der höchste Wert oder auch die Liebe zur Bewegung, zur Kunst? Was war das? Ja, also das ist ganz spannend. Es spielen da eine Menge Sachen mit rein. Unter anderem auch eine systemische Familienkonstellation, wo ich eine bestimmte Rolle übernommen habe, auch für andere in meiner Familie. Eine Rolle, die mir eigentlich so auch gar nicht zugedacht war. Also rein von der Geschwisterkonstellation hätte das eigentlich eine von meinen Widerschwestern übernehmen dürfen. Aber ich habe eben diese Funktion gehabt oder bin in diese Rolle hineingegangen und ich bin quasi mit Werten groß geworden, die, also was wichtig war, war Leistung, Anerkennung, Disziplin, Präzision. Das sind alles so Werte gewesen und das sind sehr, sehr typische deutsche Werte auch. Das ist ganz, ganz interessant. Wenn du hier in Spanien bist, dann bezeichnen die Spanier, sagen ja schon hier Cabeza Cuadradas. Also wir sind so diese Quadratköpfe, die alles so rechtlich und präzise und ganz genau haben wollen. Und hier ist es alles ein bisschen anders. Wir würden vielleicht sagen, Gott, sind die oberflächlich, aber sie sind einfach ein bisschen entspannter und lockerer mit den Dingen und temperamentvoller und lebendiger, organischer. Das Ganze ist spontaner. Und das sind Werte, die hatte ich ja so früher nicht. Das sind aber Werte, die mich unheimlich faszinieren, die mich unheimlich anziehen. Ich habe mir oft auch Partner gesucht, die diese Werte repräsentiert haben, um da mehr von zu bekommen, um in den Ausgleich zu kommen, in die Balance zu kommen. So, das spielte in meinem Leben eine ganz, ganz wichtige Rolle und das hat sich ganz stark gewandelt, einfach auch dadurch, dass ich diesen Leistungssport dann irgendwann ja auch aufgegeben habe. Und klar, ich habe das Ganze dann nochmal in meinem Karriereberufsleben umgesetzt. Also als Schulleiterin habe ich diese Werte auch ganz, ganz stark leben können nach außen. Das hat mich also beruflich natürlich auch sehr vorangebracht und es bringt mich auch jetzt in meinem Unternehmen immer noch voran. Und trotzdem ging es immer um diese Integration von der anderen Seite eben auch, weil Werte, wenn wir sie zu sehr in die eine Richtung leben, kommen wir auch aus der Balance. Du hast gerade noch mal das Schulsystem angesprochen. Ich denke, das ist auch eine ganz große Herausforderung in unserer Zeit heute. Was für Werte werden in der Schule vermittelt? Geht es nur um das Kopflernen? Muss da möglichst viel in den Nürnberger Trichter rein? Oder wie ist das mit den Werten, die wir fürs Leben brauchen? Wie hast du das erlebt? Konntest du da Einfluss nehmen? Oder hast du Tipps auch für mögliche Lehrer und Lehrerinnen, die uns hören? Also ganz spannend, von meinem Kollegen kann ich natürlich sagen, das war so nicht. Also der Nürnberger Trichter, klar, aber ich habe gemerkt, dass jetzt die Lehrer darunter gelitten haben. Also die Lehrer haben darunter gelitten, dass
es um Leistung geht in unserem deutschen Schulsystem und dass es nicht um Leben, Lebendigkeit und Lebensprinzipien geht. Und das, ich habe wirklich viele Gespräche mit meinen Kollegen gehabt, die mit Kindern gelitten haben, die darunter gelitten haben. Das heißt, dass da schon was überdacht werden darf in dem Schulsystem. Nichtsdestotrotz geht ja der klassische Lehrer, und das ist jetzt voll über einen Kamm geschoren, das ist natürlich, kann man nie verallgemeinern, aber der klassische Lehrer, der geht diesen Weg, weil er ihn gehen muss. Er muss sein Geld verdienen. Der Arbeitgeber oder der Chef sagt, mach es so, das Land schreibt vor, dann und dann kommen die und die Leistungstests und Vergleichstests. Und ich meine, in Deutschland ist es noch lange nicht so schlimm wie in einigen anderen Ländern wie China oder Japan. Das ist durchaus noch viel, viel extremer, auch so dieses Schulsystem. Und was fehlt im deutschen Schulsystem ist das Freie. Also die Freiheit fehlt. Erstmal alleine ist es schon von der Anlage, von der Konzeption her, ist das deutsche Schulsystem ja schon ein Zwangssystem. Wir haben die Schulpflicht, wir haben nicht die Unterrichtspflicht, wie viele andere Länder, sondern wir haben die Schulpflicht. Das heißt, das Kind muss in dieses Gebäude gehen, ob es möchte oder nicht. Und wenn es nicht möchte, wird es mit der Polizei dorthin gebracht. Und wenn ein Kind aber an einem anderen Ort besser lernen kann, in anderen Umständen besser lernen kann. Und wir sind alle sehr, sehr individuell. Dann ist das in Deutschland halt nicht möglich. Und auch ein Grund, weswegen wir gesagt haben, wir möchten auf jeden Fall ausprobieren, in anderen Ländern zu leben, da wir durchaus denken, dass unserem Sohn das gut tun würde, anders zu lernen. Also auch dieses Bildungssystem ist sehr patriarchal geprägt und da könnte man sozusagen an den Festungen rütteln und ihnen vermitteln, was können sie mit einfließen lassen bei allem Ehrgeiz und so weiter, bei aller Struktur, was könnte an weiblichen Werten auch in diese Bildungseinrichtungen einfließen. Fände ich ganz wichtig, darüber nachzudenken. Es gibt ja die Anita Siedler, glaube ich, heißt sie mit Nachnamen. Die hat ja so einen Kongress gemacht, Schule im Wandel, auch ein frei zugänglicher Kongress. Daraus ist auch ein Buch entstanden. Sie hat sich auch mit diesem Thema befasst, wie können wir das Bildungssystem wandeln. Und sehr, sehr interessant finde ich an der Stelle auch mal Sir Ken Robinson zu googeln oder beziehungsweise seine TED-Talks anzuhören. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Dinge, die er dort erzählt, wirklich unglaublich faszinierend, wie er so das Schulsystem untersucht hat. Es gibt ja auch diesen ganz, ganz schönen Film mit André Stern über unser Bildungssystem. Ich muss jetzt gerade sagen, ich komme nicht auf den Titel, aber ich habe ihn zweimal schon gesehen und muss sagen, es ist ein ganz, ganz toller Film. Vielleicht können wir den hier nachher auch noch unten verlinken. In jedem Fall glaube ich schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir dort Impulse setzen. Ich merke eben, wie gesagt, dass von den Lehrern selber schon was kommt. Also, dass sie auch unglücklich sind mit dieser Zwangssituation. Also gezwungen werden, mit Menschen zusammen zu sein, mit denen ich spüre, dass da dass zusammen gerade nicht gut geht, ist natürlich schwierig. Und da mehr Freiheit reinzubringen, eben von der Grundstruktur schon, wie gesagt, die Anlage, dass ein Kind in die Schule gehen muss, müsste da an der Stelle schon geändert werden. Dann wäre für mich schon das deutsche Bildungssystem, da wäre dann schon eine ganz andere Schwingung drin. Ja, und wenn auch alle, die beteiligt sind, lernen würden, in sich reinzuspüren, wie erlebe ich das, was fühle ich, wie menschlich ist das System oder wie können wir zur Menschlichkeit beitragen. Da gehört noch ganz viel Mut dazu, dass Menschen sich dazu äußern. Genau, also wir spüren es an den hohen Krankheitsraten, sowohl bei Lehrern als auch bei Kindern, dass da was im Argen ist und dass genau dieses Wahrnehmen und Fühlen eben nicht stattfindet. Und dann wird es über den Körper, also die nächstniedrigere Ebene, zeigt es sich dann. Ja, was könnten wir noch tun, um mehr Menschen zu gewinnen,
die über diese Werte nachdenken und ja, dass sie wirklich bereit sind, sich dem zu stellen. Außer, dass wir jetzt zum Beispiel diese Konferenz veranstalten oder im persönlichen Bereich auch immer wieder ansprechen, wie wir uns fühlen mit den Situationen. Gibt es da noch Möglichkeiten, was wir tun könnten? Also das eine ist mal, uns muss mal eine Vision im Kopf sein. Ne? Ohne ein Ziel werden die Männer nicht rudern. Ich weiß nicht, so Saint-Exupéry hat irgendwie so einen ähnlichen Spruch gesagt, du musst ihm die Lust machen auf das weite Meer. Dann kann die Reise auch beginnen. Also dann werden wir auch die Ruder in die Hand nehmen und tun, was notwendig ist. Und wenn diese Sehnsucht nicht da ist nach einer Gesellschaft, die wie sieht sie denn aus, die Gesellschaft, die weibliche Werte liebt? Was lebt? Was stellst du dir vor? Wie sieht so eine Gesellschaft aus? Magdalena, jetzt eine Gegenfrage quasi mal an dich. Ja, ich kann empfehlen. Ich habe kürzlich das Buch gelesen, Die Rückkehr des weiblichen Prinzips. Eine Vision, wie die Welt aussehen könnte, ist eine Literatur, die ich gerne empfehlen möchte. Und die Autorin werde ich auch versuchen, zu einem Interview zu bekommen. Also das, da drücke ich dir ganz doll die Daumen. Ja, ich glaube, das ist macht durchaus Spaß, sich einfach mal dieser Vision zu stellen. Wie könnte die Welt aussehen und was fangen wir jetzt schon an, davon zu leben? Genau, genau. Genau, also wenn wir nämlich wirklich ein Bild davon haben, wie es mit Kooperation, wie es mit Spiritualität, wie es mit Fühlen, wie es mit Intuition, wie es mit Geborgenheit, wie es mit Zusammenkunft und Gemeinschaft geht und gleichzeitig eben auch Autonomie. Also das hat ja nichts damit zu tun, dass wir etwas aufgeben, all diese Dinge, sondern dass wir uns eben wieder in so eine Art Schwarmintelligenz hineinbewegen, ja, dass ich weiß, was du gerade planst, dass wir zusammen agieren, ohne dass wir es merken. Synchronizität, wir hatten es vorhin angesprochen. Wenn wir merken in unserem Alltag, dass das schon ein Stück da ist und eintritt, immer wieder mal, dann werden wir uns davon einfach angezogen fühlen. Wir werden uns dafür interessieren und würden dann daran arbeiten oder gucken, wie können wir mehr davon haben, wie können wir, weil wir es dann einfach automatisch wollen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ein anderer Punkt ist, dass ich glaube, dass wir es einfach nur vorleben können und dass wir, wenn wir Werte, weibliche Werte unseren Kindern und den nächsten Generationen vorleben, dass wir dann automatisch dazu mit beitragen, dass diese weiblichen Werte stärker in die Gesellschaft einfließen und eben auch wiederum Impulse auslösen, dass es noch mehr und noch mehr wird. Also nach dem Resonanzprinzip im Grunde genommen. Da bellt er jetzt wieder. Ja, er hat es bestätigt. Ist doch wunderbar. Nehmen wir gerne an. Und für mich kam gerade auch so, ich habe so den Eindruck, das war jetzt eine wunderbare Zusammenfassung oder ein ganz toller Impuls, den hätte ich besser nicht ausdrücken können, den ich ja sozusagen jetzt hier auch zum Schluss als Schlusspunkt nehmen möchte. Gibt es noch etwas Wichtiges, was dir einfällt, was noch dran wäre? Oder ich glaube, du hast gerade eigentlich ja das Wesentliche gesagt. Also vielleicht einen abschließenden Satz noch. Ich finde, was können wir tun, ist letztlich auch, wir können aufwachen und erkennen, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Und wenn wir nach seinem Bild geschaffen sind, dann können wir uns die Welt auch erschaffen, wie wir uns das vorstellen. Wir können es verändern. Wir sind in der Lage, das zu verändern. Wir sind Schöpfer. Ein wunderbares Abschlusswort. Wie die Menschen dich erreichen, magst du da kurz was zu sagen? Oder reicht es, wenn wir das verlinken? Also auf jeden Fall verlinken wir mal diesen kleinen Kurs, ne, den Kinesiologie als Weg zu deiner Intuition.
Und dann würde ich sagen, wenn ihr Lust habt, ein bisschen mehr zu erfahren, einmal über Kinesiologie. Das ist jetzt nicht mehr so ganz aktiv, der Blog. Ich bin jetzt ja schwerpunktmäßig mit dem Thema Online-Kongresse beschäftigt, aber ihr könnt mich auch finden unter wandelakademie.com. Das ist die Akademie für inneren und äußeren Wandel. Da habe ich sehr, sehr viel gebloggt, auch zum Thema Intuition. Also da könnt ihr euch noch ein bisschen belesen. Und ansonsten, wer Lust hat, auch selbst einen Online-Kongress zu machen oder Interesse hat, darüber ein bisschen mehr zu erfahren, der kann einfach nachschauen unter onlinekongresscoaching.de. Liebe Swantje, du warst mir eine ganz wertvolle Gesprächspartnerin. Ich denke, dass manche Anregungen bekommen, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Sei umarmt und alles Liebe und Gute für dich, für weitere Inspirationen. Du machst die Menschen glücklich. Danke, Magdalena. Es hat ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht und ich habe das Gefühl, wir sind sehr, sehr tief getaucht zusammen hier in diesem Interview. Ich denke, so tief bin ich in noch keinem Interview gegangen. Wow. Freut mich sehr. Das muss an deiner Fragestellung liegen und deiner Interviewführung. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, auf Wiedersehen. Danke.